Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder mit Trading-Tipps, aktuell die sehr, sehr gut funktionieren und Investing-Tipps und so weiter. Wir fangen auch direkt mit dem ersten an. Der handelt sich aktuell um Iren, da der St. Patrick's Day bald kommt. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, ist aber schon ein bisschen länger her, ich glaube 2 Monate oder so. Wegen sehr, sehr viele haben mich wieder gefragt, was man da jetzt machen kann. Ich habe die noch alle im Verein, kann ich euch auch gleich zeigen. Ihr kauft euch so viele wie ihr könnt von den Republik Irland Spieler. Sehr, sehr wichtig. Die Nordiren könnt ihr auch kaufen. Müsst ihr aber bei R suchen, weil wenn ihr nur bei I sucht, findet ihr es nicht, weil es Republik Irland heißt. Da würde ich euch empfehlen, holt euch schon mal ein paar Silberspieler, die kosten aber schon ein bisschen mehr aktuell. 350. Ah, da gibt es jetzt einen für 300. Die sind jetzt ein bisschen gestiegen. Goldspieler kosten aktuell, glaube ich, 600. Okay, 500. Die 500er kann man sich alle mitnehmen. Ja, haben sich die hier wohl auch gedacht, deswegen könnt ihr mitnehmen. Wenn ihr die jetzt schon verkaufen wollt, kriegt ihr locker 600 jetzt schon für jeden. Deswegen könnt ihr die jetzt schon bieten und auch direkt wieder verkaufen oder ihr behaltet sie, weil da wird man, denke ich, mehr Gewinn machen, wenn man die dann wieder verkauft. Könnt auch versuchen, die zu snipen oder so wie ich zu erbieten. Ganz einfach, ihr seht, ich habe hier auf ein paar geboten. Ich werde jetzt auch nicht auf mehr bieten, weil wir die Bietplätze noch brauchen. Seht, bietet die einfach komplett durch. Und wenn ihr die Münzen direkt braucht, verkauft sie wieder. Wenn nicht, behaltet sie, würde ich euch einfach empfehlen. Ihr könnt da recht viel Gewinn machen. So, kommen wir zu den Nordiren. Da gibt es jetzt nicht ganz so viele Spieler. So, die müssten hier sein, genau. Für 600. Okay, da gibt es aber mehr. Also, da kriegt ihr die wahrscheinlich günstiger. 450. Okay, die haben wohl viele noch nicht auf dem Schirm. Deswegen sind die so günstig. Okay, 450. Weiß jetzt gar nicht, ob ich die schon habe. Gucken wir mal gleich nach. Die zwei. So, Freunde, irgendwie ist gerade mein Controller ausgegangen. Keine Ahnung, was da los war. Jetzt einfach weiter, wie gesagt. Die hier. Schauen wir nach, ob ich die habe. Wir schauen einfach mal in meinem Verein, was ich da schon habe. Ich glaube, ich habe mittlerweile da fast jeden, den es da gibt. Fange einfach mal an mit Republik Irland Spielern. Dann gehen wir durch, was ich bezahlt habe. 11,75 für den. Der kostet mittlerweile viel, viel mehr. Ich glaube 20.000 oder so, also mit dem haben wir auf jeden Fall schon Gewinn gemacht. Den hier haben wir für 20 geholt. Kostet auch schon mindestens 25. Randolph, den gibt es jetzt als Goldtorhüter, bei dem erhoffe ich mir nicht viel. Ja, ist ein bisschen gesunken. Coleman für 1,7. Den hier für 600 macht überhaupt nichts falsch. 400, ihr habt gesehen, die kosten jetzt schon alle 600. 500 für den, 400, 400, 350. Und den haben wir sogar als Erstbesitzer. Dann haben wir noch den. Okay, den hatten wir gerade eben hier. Erstbesitzer, 350, 400. Wie gesagt, Silberspieler. Wenn er da noch was bekommt, holt es euch. Gerade solche finde ich recht interessant. So Linksverteidiger. Die werden sowas von teuer sein, wenn die jetzt sogar schon teuer sind. Ich könnte mir vorstellen, dass davon vielleicht gar keine auf dem Markt sind. Also, wenn ihr da ein bisschen spekulieren wollt, kauft euch auf jeden Fall solche Außenverteidiger. Am besten links, da gibt es nämlich nicht so viele. Oder hier so ein Cunningham. Habe ich für 300 geholt. Kostet jetzt auch schon einiges mehr. Gehen wir einfach mal durch. Aber ich habe die meistens so für maximal 300 geholt, die Silberspieler. Ich habe da recht schon gut eingekauft. Seht ihr ja. Erstbesitzer. Auch ein paar Silberspieler, die ich recht interessant fand. Außenverteidiger könnt ihr auch. Bronzespieler meine ich. Könnt ihr auf jeden Fall auch mitnehmen, wenn die da interessant scheinen. Oder ein bisschen Tempo haben, könnt ihr die auf jeden Fall mitnehmen. Den haben wir als Erstbesitzer. Und da haben wir noch ein paar. Ja, Inform Westwood. Deswegen, wenn dieser Westwood noch höher steigt, verkaufe ich meinen anderen oder wenn man mit dem spielen muss und spiele einfach mit dem hier. Fertig, dann habe ich meinen Gewinn und habe diese. Und die kann man eh nicht tauschen, deswegen ist eigentlich perfekt. So, die Nordiren wollen wir noch schauen. Fast vergessen. So. Nordirland. Zack. Oder mal jetzt nur den einen, da gibt es halt jetzt auch nicht so viel. Letztes Jahr sind diese hier am meisten gestiegen. Da weiß man natürlich nicht vorher, was EA da macht. Oh, ihr seht, da haben wir jetzt nicht so viel im Verein. Okay, da fehlt dieser eine, den wir uns noch schnell holen. Also dieser, keine Ahnung, wie jetzt heißt, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Den holen wir uns jetzt einfach für 450, den hier, genau. Könnten auch erbieten, für 400 habe ich jetzt keinen Bock drauf. Deswegen ab in den Verein mit dir. Sonst gibt es da eigentlich recht wenig zu sagen zu denen. Könnt ihr auch Silberspieler schauen. Vielleicht gibt es die aktuell noch billiger wie die anderen. Ja, 250. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den schon habe.
Der sieht mir recht passabel aus, der Kollege ist in Ordnung. Den haben wir noch nicht, perfekt. Haben wir auch noch einen eingekauft für den Verein. Den würde ich eh nicht spielen, deswegen packe ich mir den erst gar nicht in den Verein. So, jetzt gehen wir aber zu den Informs rüber. Wird sich auch immer sehr, sehr gewünscht, dass ich dazu sage, welchen ich kaufen würde. Gehen einfach wie jede Woche einmal komplett durch, welchen sich meiner Meinung nach lohnt, welcher sich nicht lohnt. So, fangen wir mit dem hier an. Ist sehr, sehr günstig, ist der billigste aus dem Team der Woche. Und wenn man wenig hat, kann man den auf jeden Fall ein paar Mal mitnehmen. Sagen wir, ihr habt 50k ungefähr, wollt investieren, holt euch lieber 10-mal den statt 5-mal einen Silberspieler. Nur als Beispiel, da habt ihr nämlich 10 Karten und der steigt auf jeden Fall wieder. Also der wird auf jeden Fall auf 10k oder so steigen. Da bin ich mir relativ sicher, so eine Karte. Wie gesagt, die müssen nur irgendwann wieder sowas raushauen mit baue einen Inform ein und dafür kriegt man eine Special Card. Ich weiß nicht mal bei welchem, das war bei dem einen Norweger. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber bei dem war das mal und dann ist jeder Bronze, auch Bronze Inform, auf mindestens 10, 12k gestiegen und so müsst ihr das dann machen. Ist relativ einfach. So, fangen machen mit dem hier weiter. Okay, wenn der 50, okay, 13. Wenn er den für 10k bekommt, könnt ihr da eigentlich nichts falsch machen. Also der ist relativ solide, 10k. Da wird nicht mehr so viel Münzen, möchte noch ein paar andere Sachen kaufen. Deswegen kaufe ich mir den jetzt nicht. Hätte ich jetzt noch mehr übrig, würde ich den mitnehmen. Weil den hier will ich auf jeden Fall ein paar Mal mitnehmen. Ihr seht, der ist Irländer. Und den würde ich euch wirklich empfehlen zu kaufen. Weil ihr seht, den gibt es jetzt auch nicht so oft auf dem Markt. Und falls man da beim St. Patrick's Day wirklich so Informs braucht, werden die ins Unermessliche steigen. Also. Ihr seht, 8,5, den werde ich mir jetzt auch einmal mitnehmen. Yeah, super. So, nehmen wir den hier mit. Ist ja auch in Ordnung. Deswegen würde ich euch empfehlen, kauft euch den auf jeden Fall. Also, der hat zwar jetzt Gammelwerte, aber ist egal. Vielleicht braucht er einen für eine Kiel-SBC, die kommen könnte. Oder irgendwas anderes, einen Long aus der Premier League kommt. Stellt euch einfach mal vor, eine richtig geile Karte und dann steigen die hier vielleicht Richtung 50k. Habt ihr im Verein und dann passt das. Den hier habe ich jetzt gar nicht angeschaut. Ja, ist aber in Ordnung. Den hier könnte man jetzt mitnehmen. So, der nächste ist der hier. Der hat ja richtig gute Werte. Der hat richtig gute Werte für einen Silber-Heini und der ist recht billig. Also, den kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Ich denke, ich verkaufe noch ein bisschen was und dann hole ich mir die alle noch, weil die sind so billig aktuell. 8000 Münzen oder was? Vollkommen in Ordnung. Der hier sehr, auch sehr stark. Also, da könnt ihr ja die normale Karte für 550 erbieten. Ist ja ein glänzender 18k. Ja, finde ich jetzt ein bisschen viel, würde ich nicht kaufen, weil, wie gesagt, ich kaufe da meistens nur Spieler, die so 10k kosten. Insigne würde ich auch die Finger von lassen, ist viel zu teuer. Der hier scheint mir doch ein Abschlussinform zu sein. Immer für 10k ungefähr bekommt, ja. Also den könnt ihr euch für 10k locker bieten. Könnt ihr nichts falsch machen. Ich schätze mal bei dem genauso. Ja, 12k hier schon, also 10k kostet der auch. Proops ist halt drin eine richtige Kante, also bei dem könnte man spekulieren, weil der könnte locker auf 30, 40k steigen, weil es Potenzial hat er. Der ist richtig groß, 1,93, Linksfuß, ist manchmal recht gerne gesehen. Da in die Bundesliga hat auch nicht so die große Auswahl an Verteidiger, muss man einfach so sagen. Und der hat schon stabile Werte. Ich werde mir nicht mitnehmen, also ihr könnt es machen, wenn ihr wollt, wenn ihr der Meinung seid, er steigt. Ich würde da ein bisschen, kann schon steigen, aber sinken wir da nicht. Der Preis ist auf jeden Fall stabil, weil die Werte sind auf jeden Fall klasse, aber. Ich sage, ich habe auch aktuell nicht so die Münzen dafür, die ihn einzukaufen. Besser gesagt, ich habe es ja in meinem Verein rumliegen. So, kommen wir zu der nächsten Karte. Scheint mir auch ein Abstoßinform zu sein. Oder doch nicht? Von wem hätte ich es gesagt, ist ein Abstoßinform. Kostet einfach mal 20k oder was? Ich würde gerne ein Gebot sehen, dass ich mir sicher sein kann, dass er kein Abstoßinform ist. Weil so kann natürlich der Gepreis fix sein. Okay, der kostet. Würde ich auch nicht mitnehmen. Das U84er Rating, sehr, sehr interessant. Den für 11k oder so bekommt, könnt ihr den auf jeden Fall mitnehmen hier. Bietet ihr einfach. Ne, bis 11k würde ich sagen, könnt ihr den auf jeden Fall mitnehmen. Könnt ihr bei dem auch nichts falsch machen. Alves viel zu teuer. Piszczek wird sich nicht lohnen. Dante, was kostet der? Vielleicht so 15. 15 hätte ich jetzt geschätzt, dass er kostet. Ist ein Gebot,
Das scheint an die 40k zu kosten, habe ich mir jetzt verschätzt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil der hat jetzt nicht so die stabilsten Werte, 60 Tempo. Ja, Tripling ist halt gut, aber sonst kommen wir zu dem hier, 20k. Ja, Linksverteidiger, BBVA haben die halt auch nicht so viel. Hat eigentlich stabile Werte. Er ist halt kein Abstoß in Form, deswegen würde ich den auch nicht mitnehmen. Das könnte auch wieder ein Abstoß in Form sein. Ja, den könnte er auf jeden Fall auch mitmachen, wenn er den so für 11k bekommt. Und ich glaube, beim Rest müssen wir, glaube ich, gar nicht nachgucken. Nee, der kostet auch fast 100k. Kann man vergessen. Und der hier 50 oder so. Ja, also, das wäre meine Meinung dazu. Den hier würde ich kaufen. Den hier. Den hier. Den hier. Die vier Silber-Heinis und den Bronze-Heini. Also, da könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr die kauft. Bei den anderen müsst ihr ein bisschen zocken. Bei so einem Proofs, denke ich, macht ihr entweder Gewinne oder ihr bekommt dasselbe zurück. Also, bei dem werdet ihr jetzt auch keinen großen Verlust machen. Dann wären wir auch mit den Informs durch. So. Mal schauen wir gerade mal, ob wir da ein paar bekommen haben. Ja, ihr seht, da haben wir direkt ein paar bekommen. Die werde ich jetzt alle für 600 reinstellen, weil ich möchte den Platz da einfach, wir möchten die einfach weg haben. Einen normalen Westwood haben wir noch gar nicht. Ab in den Verein mache ich immer so. Wenn ich sehe, da habe ich einen noch nicht. Ab in den Verein. Der Rest wird da drauf gestellt. Ihr seht, da macht er jetzt ungefähr 100 Münzen pro Karte. Ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin. Ja. Blockiere ich mir natürlich die Liste mit. Ist nicht gut, weil ich noch gleich ein bisschen was einkaufen möchte. Werden wir auch gleich sehen. So, spiel die noch schnell an. Könnt ihr auch für 650 probieren. Also, spiel die aber jetzt für 600 an, dass die schnell weggehen. Für 600 sind, seid ihr die nach, glaube ich, 20 Minuten los oder so spätestens. So, Freunde, wir kommen dann jetzt zum letzten Investing-Tipp für heute. Ich zeige es euch schnell einfach mal an zwei Karten. Einmal John Terry, was ihr da einkaufen könnt. Ihr seht, der ist jetzt schon relativ teuer. Der wurde gedowngradet. Die 84er-Karte kostet jetzt einfach schon mal 7000 Münzen. Dasselbe ist aus mit dem Schweinsteiger passiert. Und was machen wir? Wir kaufen uns ähnliche Spieler, die auch gesunken, also die noch nicht gesunken, die noch nicht gestiegen sind, die aber gedowngradet wurden. Okay, Schweine geht eigentlich noch. Schweine können wir sogar theoretisch einkaufen. Okay, dann ist nur Terry gestiegen. Ihr seht jetzt, der hier kostet 1,5 ungefähr. Und dann könnt ihr schauen, was kostet der 83er. Und die könnt ihr euch da mitnehmen. Schauen wir einfach mal. Das 4 gibt es jetzt kein 83er. Müsst ihr halt ein bisschen höher gehen. Da würde ich euch empfehlen, wenn ihr da die Münzen habt, holt euch auf jeden Fall ein paar Mal. Schweinsteiger, müsst ihr halt genau durchschauen. Ist da jetzt ein 83er dabei oder nicht? Ich würde sagen, wenn man den bis 2000 bekommt, ist es auf jeden Fall in Ordnung. Schauen wir einfach durch. Werden das dann mit ein paar anderen Spielern machen, die sich meiner Meinung nach lohnen zu kaufen. Generell Schweinsteiger ist ein guter Spieler, ein bekannter Spieler. Der wird auf jeden Fall steigen. Jetzt einfach mal schauen, ob wir eine 83er Karte bekommen. So, und da ist noch keiner dabei. Es scheint keiner dabei zu sein. Also der scheint schon ein bisschen teurer zu sein. So, was kostet der genau? Die 83er Version. Ja, okay, die ist schon ja, bei 2,2, 2,1. Da könnt ihr natürlich auch versuchen zu bieten. Bietet einfach genau denselben Preis, für wie viel die 82er weggeht. Weil da habt ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit, wenn da jemand jetzt nicht genau schaut, da ist ein 82er daneben, der filtert ja nicht den 83er, wie ihr das hier macht. Und er sieht dann, ah, da gibt es einen für 1,4 zum Sofortkauf. Dann kauft er den und lässt den hier in Ruhe und bietet nicht auf den. Deswegen könnt ihr da genau 1,4 auf die bieten. Machen wir jetzt hier. Also Schweinsteiger kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, für den Preis noch mitzunehmen. 83er, wie gesagt, Premier League könnt ihr eh immer gebrauchen. Also den, da wird mir nichts falsch machen. So, kommen wir jetzt zu einem Spieler, der ist ein bisschen teurer, aber geht genauso. Der ist sogar billiger wie sein Downgrade, glaube ich. Also war es letztes Mal so. Kostet, glaube ich, 8k. Otamendi. So. 8k ungefähr. Ja, ihr seht, da gibt's schon noch mehr. Also gehen wir mal auf 7,9. Okay, da gibt es jetzt 2,84er. Gehen wir auch auf 8.000, da werde ich mir jetzt nur einen mitnehmen. Also ein bisschen teurer. 7,9er, perfekt. Ja. Sich wohl auch ein anderer gedacht. Schauen wir einfach mal. So, 7,9er war dann noch einer 85er. Engine. Ja, ich sehe, das sind aber noch ein paar. Also das ist der einzige, den nehmen wir uns sofort mit.
müsst ihr euch holen. Ich denke so, wenn ihr die für 8000 bekommt, ja, jetzt nicht gerade so viel mehr, aber klar, jemand, der auf die Münzen scheißt, der kauft sich da lieber den hier statt den hier. Ich könnte mir vorstellen, dass die in Zukunft auf jeden Fall steigen, gerade Premier League. Oder wenn man die irgendwie für ein Rating braucht, dann werden die auch sehr ansteigen. So, kommen wir zu den nächsten Spielen. Ich habe jetzt einfach mal eine Liste vorgefertigt, die ich mir jedes Mal einmal oder so kaufe. Schweinsteiger werde ich mir ein paar Mal mehr holen, weil der so billig ist. Also den werden wir auf jeden Fall mitnehmen. So, die machen wir weg. Schweinsteiger einmal schon abgelaufen für 1,9. Da hätte ich noch mitgeboten, hätte ich noch 2000 geboten. Ihr seht, von den Iren haben wir jetzt noch ein paar bekommen. Alle für 450. Ihr wisst, die gehen für 600 weg. Die stelle ich jetzt noch schnell rein. Ja, den haben wir noch nicht, den packen wir in den Verein. Ihr seht, manchmal bekomme ich da auch welche, die ich noch nicht habe. Könnt ihr einfach in den Verein klatschen oder ihr verkauft sie einfach alle. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. So macht ihr auch Gewinn. Ist ein guter Tipp, einer der besten aktuell wahrscheinlich. Wenn man wenig hat, also da kann man jetzt ordentlich Münzen machen, wenn sich da eine freie Liste hat und das dauerhaft durchbietet. Wie gesagt, 100 pro Karte ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, Schweine, bieten wir jetzt 2k drauf. Ich denke, für 2k wird man den bekommen. So, gehen wir zum nächsten Spieler. Das ist einmal Pastore. Pastore. Uns auch auf jeden Fall einmal mitnehmen. 6k. 85er. Und ihr seht, der hat einen Downgrade auf 84 bekommen, meiner Meinung nach. Und den gibt es hier nicht. Also, das ist jetzt eine Karte. Okay, der kostet genau 6k. Haben wir perfekt gesucht. So, der kostet genau 6k. Und da könnt ihr nichts falsch machen. Weil der war auch schon mal öfters bei 20k. Da gibt es nicht mal einen 84er. Diese Logik. Sagen, dann nehmen wir uns aber. Das ist ein ganz frischer. Perfekt. So. Ab in den Verein mit dem. Wie gesagt, wenn ihr dann eine freie Liste habt, könnt ihr die auch mehrmals kaufen. Schauen wir jetzt einfach mal, was der 84er kostet. Interessiert mich jetzt einfach mal. 6000 kostet der andere. Okay, wenn die wirklich da mehr drauf bieten, also verstehe ich nicht. Weil er hat eher schlechtere Werte wie der hier. Okay, so viel schlechter ist er nicht, aber wie gesagt, die werden schon steigen. So, im Radern die letzten einfach gerade runter. Frischowiak, der letzte, besser gesagt der nächste, nicht der letzte. Frischowiak, kostet 2000, glaube ich. Suchen wir den 84er Karte. Wichtig, ihr müsst da genau schauen, dass er nicht die 82er Variante kauft. 2-2er. Ihr seht, den gibt es auch recht günstig noch. Also da könnt ihr nichts falsch machen. 2-2er ist vollkommen in Ordnung. So, 2-2. Ja, ich glaube, das ist sein Preis, 2-2. Ja, den hätte ich jetzt fast gekauft. Ich dachte erst, das wäre ein 84er, aber es ist ein 82er. Die Werte sind aber fast identisch. Also der hat er ja überhaupt irgendwas schlechter bekommen. Aber das Rating ist halt wichtig, der Rest ist eigentlich egal. Aber der hat ja fast nichts schlechter bekommen. Ein Defense, also das ist ja unnötig. Dafür zwei Dinger runter, okay. Aber egal. Gehen zum nächsten. Toulalor. Ich weiß natürlich nicht, was der kostet. Toulalor. Wenn die zu viel kosten, kauft die auch nicht. Also 1-1. Okay. Da gibt es jetzt aber keinen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt dafür den Preis mit. Okay, 1-2. Bieten wir einfach 1-1 und fertig. Einnehmen wir mit. So, haben noch ein paar vorbereitet. Mondanda, Mondanda wird auch und gedowngraded um 1. Ist auch sowas von billig. Okay, das ist die 84er Version. Aufpassen, dass wir die nicht holen. 5-5er. Ja, gibt's auch massig. Könnt ihr überhaupt nichts falsch machen. 5-3er, perfekt. Ab in den Verein. Wie gesagt, der war auch, glaube ich, dem letzten bei 8000. Der wird auch wieder steigen. Also bin ich mir relativ sicher. Ja, vorher sogar bei 10 oder so. Also der werdet ihr nichts falsch machen. Bravo auch noch. Der wird sogar um 2 gedowngraded. Okay. Das ist nicht, was er genau kostet, die 85er Version. Schauen wir einfach mal. Ich sage, ihr könnt auch reinschreiben, welche Spieler ihr euch holt. Also das sind meine Empfehlungen. Wenn ihr natürlich andere findet, wenn ihr natürlich jetzt seht, an Mario Götze, zum Beispiel aus Bundesliga, kriegt einen Downgrade, kauft euch 10 mal, werdet ihr keinen Verlust machen. Nur als Beispiel, könnt ihr natürlich so machen. So, 5-5. Sollten natürlich mal schauen, was der kostet, wenn er diesmal nicht kommt. Werden wir einfach mal schauen, was er kostet.
Bravo. Ich würde sagen, wenn man den so bis 6k oder so bekommt, kann man nichts falsch machen. Vielleicht war schon irgendwo ein 5 und 8 Schaden, ich habe nicht gesehen. Kann auch sein, weil, wie gesagt, das ist auch. So. Okay, der scheint aber ein bisschen teurer schon zu sein. 6k, da ist doch schon einer für 6k. Wir sagen, wir schalten jetzt nochmal auf 5,8. Wenn nicht, kaufe ich dann später einen, aber ich möchte euch da jetzt nicht 20 Minuten zeigen, wie ich einen Bravo suche. Ach, eigentlich würde ich jetzt weiter hinter gehen, aber dass es jetzt schnell geht, nehme ich den für 5,7 mit, ist in Ordnung. Für 5,5 haben wir keinen gefunden, deswegen ist das relativ in Ordnung. 85er Rating kann man jetzt nicht viel falsch machen. So, kommen wir zu den letzten drei. Die kommen aus der Serie A, fangen an mit einem Medel, also der ist sowas von billig. Medel kostet, glaube ich, noch nicht mal ein Tausender. 83er Version, nicht mal ein Tausender. Also, wenn ihr nicht viel habt, holt euch solche Karten. 850, 800. Ja, schauen wir mal. Ihr seht, der kostet jetzt 100 Münzen mehr wie der andere. Der kostet jetzt 900 statt 800. Der andere kostet ungefähr 800. Also da werdet ihr jetzt nichts falsch machen bei so einer Karte. Die kann euch eh immer bei einem Rating weiterhelfen. Ist einfach so. Und genauso Karten kauft ihr. So, zum nächsten kommen wir. Bakker. Habe ich jetzt schon im Verein. Kaufe ich mir aber einmal dann für die Liste. Bakker. Kostet auch gar nichts. Okay, das ist auch recht billiger Spieler. 2000 sogar. Ja, für 2000 und Bakker. Na, schauen wir mal, weil der, wenn wir jetzt dauern, bis wir weiter hinten sind. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine da. So, den hole ich mir später einfach nochmal für die Liste. Reiner ist der letzte. So, hat auch ein neues Bild, okay. Den 84er müsst ihr holen, da nicht die 83er Version. Schauen wir einfach mal, 83 ist natürlich... Super, dass man da nicht nach den 84er suchen kann. Also das wäre gut, wenn sie sowas irgendwann mal einbauen würden, aber ihr kennt ja EA. So, ich würde sagen, einmal kaufen wir den Kollegen auf jeden Fall noch. 2-1, das war jetzt der einzige 84er, den ich auf jeden Fall gesehen habe. Vielleicht war noch einer da, ich habe ihn übersehen, kann sein. So, ab in den Verein mit dem Kollegen. Und dann wäre es das mit dieser Trading-Folge gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es öfter sehen wollt, Daumen nach oben raushauen. Ciao, ciao. Bis die Tage.